Insektenhotels können sie jetzt erneuern. Auch Staudenknöterichstängel funktionieren dafür. Sie sind stabil, innen hohl und abschnittsweise verschlossen. 8 cm müssen frei sein. Kann man dann einen Schnitt machen, dann ist es hier hohl und ist dann ausreichend nutzbar. Und das ist beim Schilf genauso, dass halt hier sind diese Knotenbereiche, die sind verschlossen. Und der lange Bereich muss dann halt nach vorne schauen. Im Erfurter Naturerlebnisgarten Fuchsfarm werden auch Topinambur-Stängel genutzt. Mit einem Handbohrer wird die zukünftige Behausung ausgehöhlt. Die Röhren müssen fest sitzen, damit sie der Wind nicht wegpustet. Der Bohrer ist auch nötig, um die Löcher in den Holzstämmen wieder zu glätten. Aber bitte nur, wenn die Gänge noch leer sind. Spechte auf Futtersuche picken oft am Holz und beschädigen die Nistkammern. Der Eingang muss glatt sein, damit sich die Wildbienen nicht verletzen, wenn sie im Frühjahr hier einziehen.